keine Sozi-Freunden oder linken Freunden, das ist ein Euphemismus, keine Sorge, das sind meine Freunde. Die Diskussion geführt, wie gibt es denn das? Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich denn die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflicht haben. Wenn ich jetzt wenig Geld habe, gehe ich mir arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht. Die Teilzeitquote ist unverändert. Genauso schreibt man, ein Kind in Österreich kriegt keine warme Mahlzeit. Wieso mich am meisten dabei gestört hat, dass ich keine Empörungswellen auch in den Leserbriefen nicht gesehen habe, was eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 Euro. 1,40 Euro. Wenn ihr jetzt noch Pommes dazu kauft, sind es 3,50 Euro. So. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Jetzt können wir noch drüber reden, ist gesund. Da muss ich was anderes tun. Nur wenn wir uns in dieser Diskussion verlieren, und das ärgert mich massiv, weil es in den Medien überhaupt nicht stattfindet, dann reden wir von Staatswirtschaft. Dann heißt, jeder Elternteil hat sein Kind beim Staat einzumelden, wir machen Kalorientabellen, wir schauen, wie viel Kind, wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird es ernährt, und dann sind wir in der DDR. So schaut die linke Welt aus. Das ist unser Problem, aber dort fahrt es auch hin. Mit dem, so kommt ja auch eine Diskussion her. Also wir müssen mehr als wachsam sein. Wir haben in Hamburg eine neue Firma, die heißt AMS, da geht man hin, da hört man Köln. Ich nehme mir das alles genau und jeder weiß, dass ich robust bin. Also du kannst so direkt sein und ich böse bin, die anderen sind auch viel direkt. Das hört ja alles aus. Warum? Weil wir im Argument besser sind als die anderen. Nur Argument ist keine Emotion. Das ist momentan mein Feind. Genau. Wir leben in einem der besten Länder Europas. Wir stehen nach Luxemburg in der Frage, wie es den Menschen geht. Wir haben die Kaufkraft erhalten, sogar inflationsbereinigt um 0,9% im Plus versus andere Länder im Minus. Ich kann das 100-mal erzählen. Es ist jedem wurscht, wer sagt, ich habe weniger Geld. Okay. Mit dem muss ich genauso leben. Ganz Problem an einer 30-Stunden Arbeit oder 20. Aber ohne Subvention von uns alle, die fleißig arbeiten. Ja, ja. Vielleicht sollte man das machen. Aber ich bin ja mit dir. Warte, jetzt komme ich aber zu dem. Was ist in Österreich real? Real ist, über all das darf ich mich mit dir eigentlich gar nicht unterhalten. Warum? Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und sagt, hey, putzt ihr, Sozialpartnerschaft, 98%, 98% der Arbeitnehmer sind im Kollektiv verhandelt über die Sozialpartnerschaft. Und jetzt muss ich mit denen, ich versuche das im Hintergrund, wir haben letztes Jahr versucht, dass die Lohnabschlüsse weniger hoch ausfallen. Aber nicht, damit die Arbeitnehmer weniger Geld haben, sondern wir haben folgendes Angebot gemacht, der Gewerkschaft. Wir machen die Steuerfreiprämie 3.000 Euro. Sie ist steuerfrei für den Arbeitnehmer, sie ist sozialabgabenfrei für den Arbeitnehmer und sie ist für den Unternehmer arbeitgeberbeitragsbefreit. Sodass alle was davon haben. 3.000 Euro, brutto für netto. Und wir schaffen die kalte Progression ab. Das heißt, in der Tarifstufensenkung von 42 auf 40, von 35 auf 30, von 25 auf 20 bleibt jeden Arbeitnehmer jetzt entsprechend der Höhe der Lohnabschlüsse automatisch mehr Geld plus der möglichen Prämie, weil die Rahmenbedingung ist jetzt schon. So, jetzt hier mit welcher Wirkung? Die Gewerkschaft sagt mir, Naturrechnungszeitraum, kompletter Naturrechnungszeitraum. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was das für den Herbst bedeutet. Die Gewerkschaft ist der Sturm. Und dieser Teilzeitwahnsinn, das wollte ich nur gerade sagen, wie es dazu gekommen ist. Wir haben die Teilzeit eingeführt in einer Zeit, als wir zu wenig Arbeitsplätze gehabt haben, schauen wollten, wie können wir flexibler werden, wie bringen wir auch Frauen in den Beruf, aber haben auch gleichzeitig die Zweiteilung. Ne? Wir machen aus einem Arbeitsplatz zwar 20 Stunden, dann 40 Stunden in Summe, aber das sind zwei Arbeitnehmer, die beschäftigt sind. Jetzt sind wir in der Situation, wir überaltern in der Gesellschaft, wir haben in Österreich 200.000 offene Stellen. Ich sage es euch mal gerade. 200.000 offene Stellen. Wir haben 300 irgendwas tausend Arbeitslose, aber von denen musst du schon von vornherein, weil wenn ich mir das eine Messe schickt, nicht nur, wir haben unbillige, aber wir haben auch bis 4%. Die werden im Leben nicht arbeiten und das Unternehmen kann Freude damit. Das Problem ist, wenn du das vorher anfragst, AMS. Unsere Systeme sind auf diesen demografischen Wandel null vorbereitet. Weil wir haben extra die Rot-Weiß-Rot-Karte reformiert. So, das muss man machen. Wir haben die Beiträge reduziert, damit er die Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen kann.
Wisst ihr, wer der größte Begrenzer war in der Bundeswohlfahrt? Nicht die Blauen, nicht die ÖVP, die Gewerkschaft, die für Lohndumping droht. So, also jetzt haben wir die so weit braucht, dass gesagt haben, wir können uns alle setzen. Jetzt sind wir ungefähr bei 1800, 1900 brutto. Dass du anfangen kannst mit Rot-Weiß-Rot-Karte. Jetzt beantragst du als Unternehmer jemanden, du brauchst aus einem Drittstaat an Arbeitskraft, sagst du dem AMS, das AMS checkt zuerst in deiner Region, dann schicken sie dafür Harvard, die nicht umhaken hackeln wollen, dann ist schon mal wichtig, dass du das denen wieder meldest. Ich weiß, dass das ein Prozedere ist, aber Arbeitsverweigerung ist zu melden. Und dann sagt der Beirat, ob es richtig ist oder nicht, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte genehmigt wird. Und im Beirat des AMS regional sitzt die Sozialpartnerschaft. Nur damit wir wissen, wie das in Österreich abgeht. Und das sind die Blockaden, die wir lösen müssen. Und das ist wiederum hochsensibel. Schaut, und ich stehe vor euch, wir sind alles gern die ÖVPler, wir wissen, was Leiden heißt. Das Problem ist ja, das muss das dann mal politisch umbringen. Das ist in der Verfassung verankert. Das kannst du dann mal mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Geschweige denn mit einer linksalternativen Partei als Koalitionspartner. Und nur eins auch gleich gesagt. Ich war Generalsekretär bei Türkis Blau.